Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Shit! Alarm! Alarm! Wir sind immer noch verzweifelt bei der Mission hier. Da, Mann, ja. Die alle umbringen. Da drüben ist der nächste Grobian. Da, danke. Da, kümmer du dich mal hier um die meisten anderen. Da, Gott. Schon auf jeden Fall besser. Jetzt müssen wir ihn nur noch die zwei da hinten töten. Komm. Wunder dich mal um die nächsten hier. So, jetzt aber. Da ist er nämlich gefunden. Oh, die Golden Lodge heißt verfolgen. Ich habe ja auch alles, ne? Ja. Bewegt ihr euch auch, oder? Geht aber nicht. Habt ihr die Männer alarmiert? Oder? Die Zeit ist knapp. Ei, zwei Soldaten warten bei der Kreuzung auf uns. Das ist gut. Wenn die Frage erlaubt ist, Sir, was hat es mit den Blutstropfen auf dem Bier mit?
Torres sagte, das Blut wird benötigt, damit das Observatorium funktioniert. Wie meint ihr das, Sir? Wenn man das Observatorium nutzen will, um, sagen wir, King George auszuspionieren, bräuchte man dazu einen Tropfen vom Blut des Königs. Mit anderen Worten, ein kleiner Blutstropfen gewährt uns Einblick in das Leben eines Mannes. Will Torres mich denn ausspionieren? Ich gab ihm nämlich auch etwas von meinem Blut. Wie ich auch, Captain Hornigold. Das tun alle Templer, um Verschwiegenheit zu sichern. Und Vertrauen, schätze ich. Ja, aber keine Sorge. Torres ließ unser Blut in einen Templerunterschlupf in Rio de Janeiro bringen. Wir sind nicht die ersten Ziele des Observatoriums. Das versichere ich. Scheiße. Schätze, es ist ein kleiner Preis für das, was ich im Gegenzug von den Templern erhielt. So ist es. Als ihr in Madagaskar Piraten gejagt habt, Gouverneur, was brachte euch den Erfolg? Ich glaube, es war mein Charisma, das sie überzeugte. Gewalt und Drohungen sind immer nur der letzte Ausweg. In Madagaskar ließ ich den Piraten die Wahl. Das Pardon anzunehmen und arm aber frei nach England zurückzukehren, oder aber der Tod durch den Strang. Genau wie hier in Nassau. Genau so. Nur schade, dass Commodore Chamberlain meinen durchschlagenden Erfolg nicht erleben durfte. Diese Schadenfreude ist mir neu, Rogers. Manchmal hat man sie sich verdient, nicht wahr? War der nicht mal lieb? Der war doch ein Kumpel von uns. Der Hornigold, oder bin ich jetzt ganz blöd? Ich bin mir aber eigentlich ganz sicher. Ja, die Stimme kommt mir jetzt nur anders vor. Das Spiel der Verfolgungsmission. Aber dadurch, dass wir hier durchgebeutet quasi die sehen können, die Verfolgungsmission ja nur noch halb so nervig. Gehen wir rechts oder links? Das Einzige, was ich wissen muss, weil dadurch, dass wir die jetzt eben so weit sehen können, können wir einfach so gehen. Und das ist halt einfach so viel besser. Aber die nehmen jetzt das Sperrgebiet natürlich mit, eh klar. Sehr gut. Wohin wollt ihr? Na, die Offiziere sind quasi das Sperrgebiet. Wir können jetzt hier so ganz cool die Nebensträßchen lang gehen. Großmeister, willkommen. Buenas noches. Was habt ihr erfahren? Die Princess wurde vor 6 Wochen von Piraten gekapert. Und soweit wir wissen, war Roberts der Weise noch an Bord. Sehr gut. Das ist doch was, oder? Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Prinzess wieder abzunehmen? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Und wo befindet sich der Weise? Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Bei Gott, die Winde sind dieser Route nicht geneigt. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinsegeln. Eine meiner Sklavengaleeren könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengaleere? Gert, ich bat euch doch, diese kranken Vehikel abzuschaffen. Ich sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle.
Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Ein versklavter Körper verleitet den Geist zur Rebellion. Aber versklave den Geist und der Körper wird voll. Das ist effizient. Wohl gesprochen, Großmeister. Hoppa. In die hier rein. Lauschen Erfolg. Sehr gut. Erinnerte mich. Wo in Afrika suchen wir genau? Principe, Captain. Eine kleine Insel. Wir entsandten zwei unserer Besten. Burgess und Cochran. Freibeuter mit schnellen Schiffen und starkem Willen. Edward Kenway! Welch eine Überraschung, deine Jackdaw hier vor Anker zu sehen! Hast du gehört, was du hören wolltest? Rettest du nun den Weisen aus unseren gierigen Händen? Hol dich die Pest, Verräter! Du hast uns hintergangen! Weil ich einen besseren Weg fand. Bei den Templern herrscht Ordnung, Disziplin, Struktur. Doch dir fehlt jeder Sinn für dergleichen. Mach's gut, alter Freund. Der du einst ein Kämpfer warst, du kämpftest für etwas Wahres. Etwas Größeres als dich selbst. Gebiet entkommen. Wie groß ist denn das Gebiet? Okay, ich glaube sogar tatsächlich in die Richtung, auch wenn das Spiel das irgendwie von mir wollte, oder? Sanft, oder? Warum wollt ihr mich nicht anhören? Bitte! Hört, was ich sage! He's getting away! I have a shot! Ja. Sehr schön, Mission beendet. Gobian getötet und Alarmglocken sabotiert. Und den haben wir auch noch kurz befreit. Captain Kenway! Gerade rechtzeitig! Ja, wir sehen uns an Bord! So, und jetzt muss ich, lass mich raten, irgendwo hier unten Richtung Principe. Also ist ja aber auch gemein, ne? Sag mal, kann ich das hier jetzt schon machen? Immer noch gesperrt. Okay, nevermind. So, das heißt, wir wollen jetzt hier kann... Oh, da kann ich ja doch hinreisen. Und reisen wir zu dem Ding. Und wollen nach Afrika, nach Principe. Gib mir etwas Fahrt! Alle außer Großbergen! Großmast, an die Fallleinen! Holt an! Seht mal hier, da ist etwas in der Tiefe unter uns! Meine ich, drei Schiffe für 100 Metall kommt mir halt wieder richtig wenig vor. Andererseits können wir natürlich alles gebrauchen. Was wir kriegen. Oh, vier Metall für nix. Das ist das, was ich gern hab. Mal kurz gucken. Okay, ne, stimmt schon. Mein OBS hat mir irgendwas Komisches angezeigt und es hat mich jetzt etwas verwundert.
Haben wir auch noch nie gehört, das Lied, ne? Es gibt auch irgendeinen Tast, mit der kann man die durchschalten, die Songs. Ich erinnere mich, ich habe früher nämlich immer dieselben drei gehört. Aber im Original, ich habe nicht hier dieses Remaster, Remake, Special Edition, keine Ahnung. Daran muss man sich verdienen, gespielt, sondern eben das Normale. Da war das auch viel lauter. Wie lautet der Kurs? Principe, Steuermann. Wir segeln zur Küste von Afrika. Das ist aber eine ziemlich coole Insel. Gibt's ihn echt auch so? Ist ja ein krasser Berg. Genau, sie haben eine Schatzkarte an diesem Ort. Weil wo sind wir jetzt? Im Prinzip. Genau. Geradeaus und da unten ist eh nur das Kleine. Wir sollen jetzt wieder 100 Schiffe versenken. Ihr seid ja lustig. Der Feind hat Verstärkung dabei, Captain! Feuer! Lass sie am Schwächsten unter! Warten auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Der Treffer könnten sie ablegen! Raus aus der Bö! Feuer! Zum Schießen, Captain! Bring jeden fetzen Stoff in den Wind! Achtung, Edward! Achtung, Captain! Sie wollen Feuer! Ihr Zeichen! Sie geht gleich runter! Sie schickt uns auf den Meeresgrund! Feuer! Ja! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Ja! Haltet euch fest! Wir werden sie rammen! Feuer! Sonnengeschütz! Schieß auf! Hieß auf! Ich hab gar nicht geschaut, was sie dabei haben. Da kommt Wellen, helft mir doch noch mal. Easy peasy. Da kein Stress. Naja, zumindest Holz. Eins schon nicht das ist, was wir eigentlich haben wollten. Lasst uns Fahrt aufnehmen! Da singen wir nochmal hier um den Stein. Und schauen, dass wir wenigstens so ein bisschen was von den wahrscheinlich eh nur wieder Feuerfässer von denen mitnehmen. Steuerbord, Captain! Da, eine Art Frachter, Sir! So, dann legen wir hier an. Backbord! Dort drüben treibt ein Manzer! Wir nähern uns den Felsen, Sir. Wir sind sicher nah am Ziel. Nehmt Druck vom Bord. Ich suche nach Robert. Kommt bald zurück. Die Crew wird schnell unruhig hier draußen. Captain, über Bord. Schon okay. Schickt mich ja. Wart auch mal entspannter, liebe Crew. Ich weiß ja nicht, ob ich euch nicht wieder umtauschen muss. Wenn ihr so unentspannt seid mittlerweile. Da haben wir auf jeden Fall gleich den ersten Aussichtsturm.
die Viecher hier waren wir schon mal nicht. Ja, gehen da erstmal nicht hoch. Also wieder so ein bisschen die ganze Map ablaufen. So. Captain Kenway. Schon wieder eine missliche Lage, Roberts. Wir sollten endlich damit aufhören. Hör auf, mir zu folgen und dein Wunsch wird wahr. Das ist doch nicht nötig. Du weißt, ich stehe zu meinem Wort. Unser Captain Howell starb heute bei einem portugiesischen Angriff. Der sture Narr. Ich warnte ihn nicht, an Land zu gehen. Das wurde inszeniert. Von den Templern Burgess und Cockram. Dieselbe Brut, die dich nach Havanna brachte. Ah. Ich fürchte, es macht keinen Sinn, vor den Templern zu fliehen, oder? Es ist wohl an der Zeit, zurückzuschlagen. Dieser Tonfall gefällt mir. Und ich weiß auch genau, wie. Doch diese Männer, Cockram und Burgess, die dürfen nicht entkommen und von meiner Flucht berichten. Niemals. Glaub mir. Ja, darum kümmern wir uns. Falls du Männer von meiner Crew siehst, tu ihnen den Gefallen und schick sie her. Ich tue, was ich kann. So ein Doppelattentat auf die. Zwei Affenköpfe. Jetzt steh auf. Mann, den habe ich überhaupt nicht anvisiert. Stuhl. Weil das ist aber schon ganz schön nervig, um die Dicken zu kämpfen, wenn der immer den angreift, den ich gar nicht anvisiere. Sehr schön. Drüben ist nämlich auch ein Kistlein. Oh.
Ich kann sagen, jetzt reicht's dann. Aber. So, dann ist da. Eh klar, wir müssen hier einmal runterspringen. Alles für das Fragment. Ah, wie nervig. Wer hat sich das einfallen lassen? Sich so gute Idee, machen wir so. So, aber dann machen wir eh im nächsten Part weiter hier auf Principe. Und wollen die zwei ausschalten und den Schatz hier finden. Also macht's gut, bis dahin. Tschüssi.